Die Nachfrage auf unserem Planeten war größer als das Angebot. Daher verließen wir sogar unsere Atmosphäre. Die neue Grenze bot die Chance auf einen Neuanfang. Doch die Distanz ermöglichte neue Fraktionen ohne jegliche Verbindung zu unserer Heimat. Neue Regeln, neue Ziele, ein neuer Feind. Die SDF formierte eine Armee und hat sich gewaltsam und auf grausame Weise von der Erde losgerissen. Sie sind keine Revolutionäre. Sie wollen die absolute Macht. Sie überfallen Kolonien, stehlen Ressourcen und kontrollieren Gebiete mit Gewalt. Sie versperren uns mit ihrer Flotte den Zugang zu Rohstoffen, die wir brauchen. Sie wollen alles vernichten, was von der Erde stammt. Heute ist die SDF eine Kriegsmaschine, vom Militär beherrscht. Wenn ein Anführer diese Kraft bündeln würde, würden sie angreifen und versuchen, uns unsere Heimat zu nehmen. Warlord, hier ist K1, bereit für Instruktionen. Verstanden, 1-1. Unsere Waffeneinrichtung wird von der SDF angegriffen. Wir glauben, das ist Teil einer Operation mit Codenamen RIA. Der Aufklärung zufolge ist das Ziel eine Prototypwaffe. Ihr Team wird unseren Prototyp extrahieren und dort alles abfackeln, bevor die SDF ihn findet. Verstanden, Warlord. Wir erledigen das. Eine Minute. Verbündete? Die Anlage ist dunkel. Wir holen unsere Waffe und fackeln alles ab. Ausrüstung überprüfen. Europa. UMA-Systeme online. Einsatzregeln? Feuer frei. Gun raus. 10 Sekunden. Tür! Ja. Und damit willkommen zu einem neuen Tunnel. Grünes Licht, Scar. Grünes Licht. Los geht's, Wolf! Europa ist, wenn mich nicht alles täuscht, einer der Monde von Saturn, ne? Von Saturn. Okay. Dann mal los. Los! Los, los! Zusammenbleiben! Oberflächentemperatur minus 300. Wir müssen uns sputen. Reaper, Scars sind jetzt unten. Verstanden, 1-1. Vertikaler Sprung. Nördlich Ihrer Position. Verstanden. Erfasse 2 Ziele unten. Ab nach unten und ausschalten. Jetzt sieht man noch den Mond. Da ist auch noch einer. Sipes, vorangehen. Reaper, gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Schnell zur Waffe, bevor sie sie erreichen. Geil, bis hier kann man hoch und runter klappen. Ist erledigt. Der Einstiegspunkt ist 30 Meter direkt voraus. Bewegung. Reaper, der Einstiegspunkt ist direkt voraus. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Verstanden. Standhalten! Wächter auf dem Dach. Wolf, du nimmst ein, wir die anderen. Sind zu viert, ne? Auf dein Zeichen, Boss. Vorrücken! Vorsicht, Abgrund! Drücken und halten, alles klar.
Sie haben sie gerade hingerichtet. Die SDF will Waffen, keine Gefangenen. Mehrere Ziele. Werfe Sucher! Verstanden. Werden angegriffen! Rechts gesichert. Ausschwärmen. Unsere Waffe ist im Feld der Waffenkammer. Einen halben Kilometer voraus. Ob Sie die Explosion gehört haben? Nehmen wir es an. Dann heißen wir Sie ordentlich willkommen. Unser Waffen erkannt. Willkommen im Europa-Labor. Anti-Schwerkraftgranate. Verstanden. Was war das? Sie sind ausgeschaltet. Brücke vor. Brauche Unterstützung. Meine Position. Auf die Ecken achten. Reaper, sind im Labor. Gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Operation Ria darf nicht gelingen. Wenn die Waffe sichergestellt ist, kann ich die Selbstzerstörung aktivieren. Verstanden. Das Forschungslabor. Waffenkammer sollte als nächstes folgen. Kontakt! Weiter auf offener Fläche! Feuer eröffnet! In Bewegung bleiben! Wachsam bleiben, da kommen noch welche. Macht sie fertig. Ziele erledigt. Sichern Sie die Waffe, bevor die SDF sie erreicht. Verstanden, sind auf dem Weg. Die Waffe ist auf der anderen Seite. Wir sind Ihnen zuvor gekommen. Sipes, aufmachen. Cool, Speisdrohne. Ich sehe den Safe. Reaper, wir sind in der Waffenkammer. Versuchen, die Waffe zu sichern. Verstanden, 1-1. Die Waffe ist im Safe. Sobald sie sicher ist, aktiviere ich die Selbstzerstörung. Die Waffe ist hinter den Türen. Du darfst wohl. Hochfahren, wir werden das Ding brauchen. Hier wohl. Kompaktes Modell, selbe Technik. Das war das Ziel von Operation Ria? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Achtung, Selbstzerstörung aktiv. Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen. Feuer! Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen. Achtung! Selbstzerstörung aktiviert. Oh, Scheiße! Hilfe! Zeit! Los! F-Spar aktiviert!
das soll nicht sein. Festhalten! Wir brauchen Luft! Ich komme! Auf die Beine mit ihm, er braucht Luft. Ruhig atmen, Soldat. Wie viele waren noch bei ihm? Nur wir. Was ist mit dem abgeschossenen Schiff? Meine Männer brauchen Hilfe. Sie sorgen sich um ihre Männer. Genau deshalb werden sie nicht gewinnen. Dieser Ort gehört ihnen nicht mehr. Töte Dick. Sparen Sie sich die Kugel. Was ist Ria? Unbekannt. Die Kamera sendet nicht mehr. Seit 18 Stunden. Kein Kontakt. Keine Forderungen der SDF. Die SDF stellt niemals Forderungen. Sie haben ein Zeichen für uns gesetzt. Drei Männer sind tot und ein Pilot wurde abgeschossen. Unser Team sollte geheime Waffen aus einer geschlossenen Anlage sichern. Der Ort ist eine Blackside, Admiral. Warum zur Hölle darf die SDF im Luftraum sein? Laut den Abkommen haben alle Nationen die Möglichkeit, ein Sir, das Ziel erforderte ein komplettes Team, nicht nur vier Mann. Lieutenant Reyes, ich empfehle Ihnen, in diesem Büro diplomatisch und taktvoller zu sein. Ja, Sir. Wer weiß noch davon? Momentan das strategische Luftkommando und Sie. Das ist ein bewusster Akt der Aggression, Admiral. Wir sollten da draußen patrouillieren, statt hier mit Konfetti zu schmeißen. Die Kampfeinsatzregeln untersagen definitive Handlungen unter diesen Umständen. Also stellen wir uns an den Straßenrand und bestaunen die Parade der Flotte? Lieutenant Reyes, damit das klar ist. Meine Instinkte, übrigens genau wie die Ihren, sagen mir untrüglich, dass wir angreifen müssen. Wieso nicht, Sir? Das sind Politiker, Reyes. Die tanzen immer unter der Flagge, die die Schlote weiter rauchen lässt. Der Gedanke an eine Offensive lässt Männern wie denen die Prostata platzen. Bis Krieg herrscht, haben Krieger nichts zu sagen. Aber Sir, wenn Krieg herrscht, ist es zu spät. Zögern heißt ein Loch im Schädel, das haben Sie uns in der Akademie eingebläut. Identifiziert das Problem, reagiert. Sie haben immer schnell gelernt. Stratcom weiß um unsere Bedenken. Derzeit wird der Einsatz von Gewalt nicht als Option in Betracht gezogen. Das sind die Gesetze des Krieges. Danke für das Briefing, Sir. Admiral Rains, Ethrian wartet auf dem Dach. Danke, Petty Officer. Was ist Ethrian? Sehen Sie es sich selbst an. Ich denke, Sie werden beeindruckt sein. Wegtreten. Wie viele? Vier. Alle tot. Europa? Die Front war schon da. Haben alle erledigt.
und den Ort geplündert. Scheiße auch. Diese scheiß Flottenwoche. Wir sollten in unseren Jackals fliegen. Sieht der Admiral auch so. Und Captain Alder? Negativ. Heute ist die Retribution kein Kriegsschiff, sondern ein Paradewagen. Die ganze Flotte hier in Genf? Das ist nicht gut. Wir machen das jedes Jahr, Salt. Gut. Verpassen wir nicht die Party. Nach Ihnen, Lieutenant. Danke, Held. Komm schon, wir nehmen die hübsche Route. Die hübsche Route? Gibt's auch noch eine beschissene Route? Telefon brauchen wir immer, ne? Auf der Liste will man nicht stehen. Friede den Gefallenen. Cool, da läuft Wasser runter. Ja, die Liste ist noch nicht ganz voll. Hier fehlen noch ein paar. Hoffentlich stehen wir dann nicht irgendwann drauf. Mordflügel. Raumstation. Nach dir. Bereit? Wir verpassen die Party. Ja. Willkommen zur Flottenwoche! Home sweet home. Du warst nur einen Tag hier unten, Salt. Ich bevorzuge die schwarze Weite. Geht mir auch so. Rains hat was von einem E3N erzählt. Schon mal gehört? Negativ. Rainman hat eine Menge Tricks in seinem Vier-Sterne-Ärmel. Er fliegt mit uns zur Feier. Pass auf, dass du ihn nicht so nennst. Würde ich niemals. Wir müssen durch. Geh entlang, Lieutenant. Der Dienst hat seine Vorzüge. Unser Flugzeug wartet. Und als nächstes... Die Menge liebt diesen Scheiß. Ist alles PR, Reyes. Das ist Propaganda, Salt. Wir haben vier Männer verloren und schmeißen eine Party. Wir können nichts tun. Schieben wir es nicht weiter vor uns her. Du gibst mir Befehle? Wir haben den gleichen Rang. Schade. Wahnsinn. Das wäre dann wohl E3N. Jawohl, Sir. Patty Officer First Class, E3N. Erweiterter taktischer Humanoid 3.0. Leicht zu merken. Ja, ich weiß. Nennen Sie mich Ethan. Deine Befehle? Ich bin Captain Alder auf der Retribution zugeteilt. Programmiert für den Kampf? Voll und ganz, Ma'am. Geborener Killer. Du siehst aus, als hättest du ganz schön was drauf. Ach, Sie machen mich ja ganz verlegen, Sir. Zur Seite, Ethan. Ich sollte Bock an noch klettern. Willkommen an Bord, Admiral. Nun, da wir uns jetzt alle kennen... Können wir starten? Oh. Ja, mal hoch, die Hütte.
haben das Ethan-Projekt gut geheim gehalten, Admiral. Order wusste davon. Das neueste Modell. Recht beeindruckend. Wir stellen ihn heute feierlich vor. Ich habe etwas Lampenfieber, Sir. Du hast Gefühle, Ethan? Hab ich, Lieutenant. Hab ich. In mir steckt das Gehirn eines Farmers. Heilige Scheiße. Im Ernst? Nein, Ma'am. Natürlich nicht. Erwischt, Lieutenant. Quatsch. Die Artis-Geschütze machen heute Überstunden. Was, Admiral? Jede Menge Luftverkehr. Immer wachsam, Lieutenant. Bist du vertraut mit dem Luftabfangsystem, Ethan? Der eiserne Schild der Erde. Viel Feuerkraft. Vengeance, hier Raven 6. Sind im Landeanflug. Verstanden, 6. Die Vengeance erwartet ihre Ankunft. Admiral, Sir. Was ist denn, Ethan? Die Artis-Geschütze. Sie visieren unsere Flotte an. Beschuss, Beschuss! Wir haben getroffen! Ich übernehme! Ich hab keine Kontrolle! SDF-Zerstörer am Anflug! Alle Stationen! Schüsse im Artis-Kontrollturm! Wiederhole Schüsse im Turm! Alter. Dies ist keine Übung! Alle verfügbaren Einheiten sofort einsetzen! Achtung, Aufschlag! Festhalten! Mir geht's gut. Die Feuer auf Zivilisten. Hier, nimm das! Los, hoch! Wir müssen weg! Das ist so lebron abgetragen. Gebiet sofort evakuieren! Alles sofort! Die SDF nutzt unsere Artis-Geschütze gegen die Flotte! Wir müssen zum Turm, um die Geschütze wieder zu übernehmen! Hören Sie mich! Die Verbindung ist tot! Die SDF bricht zum Turm durch! Wir setzen Truppen ab! Wir müssen Artis wieder unter Kontrolle bringen. Das hat Priorität. Die Waffen bringen's nicht. Wir brauchen Personenabwehrwaffen. Hier! Ich hab Granaten vom Transporter! Gut gemacht! Wunderschön.
zielt auf Zivilisten! Oh shit. Sie bekommen Verstärkung! Mach sie fertig! Wir sollten schon näher am Turm sein. Warum schießt nicht auf einen? Ich weiß es nicht, Ethan. Unsere Artis-Geschütze feuern noch auf die Flotte. Wir können die Stadt nur retten, wenn wir in den Artis-Turm kommen. Grafik wie immer, ne? Das ist gut, ne? Endurance ist getroffen. Vorsicht! Wie ist unser Kurs? Die Straße hoch! Feuer frei! Sackgasse, Ethan. Ich bringe uns über die Mauer, Sir. Hier lang, Lieutenant.